Herzlich willkommen zum Kreuzzeichen. Mein Name ist Timo Henkel, ich bin Gemeindepädagoge in der evangelischen Kirchengemeinde Wanne-Eickel. Ich stehe hier vor dem Hauptbahnhof in Wanne-Eickel. Ich selber bin hier in der Nähe aufgewachsen und habe den Hauptbahnhof als Jugendlicher und als Student immer mal wieder gerne benutzt. Natürlich, um von A nach B zu kommen, um einen Zug zu erwischen, zur Uni zu kommen oder woanders hin zu Freunden oder was auch immer. Und ja, es war, insofern verbinde ich mit dem Ort ja einiges an Erinnerungen, aber auch einiges an Wartezeit. Bei mir war das auch oft so, naja, man musste mal auf den Zug warten, der Verspätung hatte. Wenn man Glück hatte, kam er pünktlich, aber dann stand er vielleicht auf dem Gleis und ist nicht weitergefahren oder ähnliches. Und ja, man hat da immer so ein bisschen Wartezeit mit verbracht und hat sich überlegt, oh Mensch, könntest du mit der Zeit nicht irgendwie was Sinnvolleres anfangen? Jetzt sitzt du hier, wartest, es passiert nichts. Und ich hatte dann auch manchmal das Gefühl, Mensch, wenn ich jetzt mit dem Auto gefahren wäre, wäre ich vielleicht doch schneller gewesen. Naja, auf jeden Fall ist das was, was ich damit auch verbinde. Und ich merke einerseits, war das blöd. Andererseits ist Warten vielleicht auch was, was etwas bringen kann. Bei mir war das so, dass ich einen Taufvers habe, der mich immer mal wieder begleitet. Steht im Jesaja-Brief, die, die auf den Herrn warten, bekommen immer wieder neue Kraft. Sie steigen auf wie auf den Flügeln eines Adlers. Und diese Verbindung zwischen Warten und Kraft fand ich sehr interessant. Denn das ist eine Perspektive, die wir so vielleicht gar nicht haben. Wir kennen das, wir verbringen viel Wartezeit vielleicht, wenn wir beim Arzt sind und dort warten oder wenn wir während Corona auf irgendwas warten, dass die Pandemie vorbeigeht. Wir Menschen verbringen einfach viel Zeit damit, auf irgendetwas zu warten. Über 30 Tage, ich habe es mal gegoogelt, im ganzen Leben verbringen wir nur mit Warten. Und dieser Vers, finde ich, der gibt dem Warten eine ganz andere Perspektive. Eine Perspektive, wo man sagen kann, Mensch, okay, es lohnt sich vielleicht. Derjenige, der den Vers geschrieben hat, hat gesagt, oh Mann, durch das Warten bekomme ich neue Kraft. Ich kann auftanken. Und das ist eine total tolle und spannende Perspektive. Ich habe mehrere Kollegen, wo ich sage, oh Mensch, das sind gute Beispiele, wie man auch mit Warten gut Zeit verbringen kann. Das Beispiel natürlich im Bahnhof, in der Bahn, na klar, man kann einfach mal ein gutes Buch nehmen, was lesen. In der Bibel lesen, eine Andacht lesen oder einen Podcast hören oder ähnliches. Ich kenne einen Kollegen, der Jugendarbeit macht, der wartet gerne im Freizeitpark in der Warteschlange und erzählt, Mensch, da kriege ich die besten Kontakte zu Jugendlichen. Und da erzählen die mir mal was, weil die warten. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz tolles Beispiel fürs Warten. Und ich wünsche euch und ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Warten neu entdecken können, dass Sie Gott dort entdecken können.